Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal ausnahmsweise ein Tutorial, da ich immer wieder auf YouTube sehr schlecht gemachte Thumbnails sehe, sehr verpixelt, überhaupt nicht vorhanden. Und dann wollte ich euch mal zeigen, wie man das macht. Ich mache das Ganze mit dem kostenlosen Programm GIMP. Hier habe ich auch schon ein Fenster offen. Für Thumbnails ist die perfekte Größe 1280x720, also 720p, also HD. Dann habt ihr hier so ein schönes Fenster, hier erstmal einen weißen Hintergrund. Und ich bin gerade am Zweitbildschirm, wartet kurz. Dann haben wir hier, so könnt ihr euch auch im Internet runterladen, gibt es ganz viele Bilder. Ich habe hier meinen Ordner, wo ich das ganze Zeug drin habe, was ich für meine Thumbnails benutze. Ich mache jetzt zuerst mal ein Clash of Clans Thumbnail und dann ein normales Thumbnail. Für Clash of Clans mache ich immer gerne einfach grau, da es nicht wirklich viele Bilder dazu gibt. Dann kann ich hier das einfärben, dann geht ihr auf Filter und dann Dekoration und dann auf altes Foto. Dann kommt hier das Fenster und könnt ihr hier erstmal alles wegmachen und dann auf 30 stellen, damit der Rand auch schön aussieht. Dann rechnet hier euch GIMP sowas vor, dann habt ihr hier so einen schönen Rand. Dann findet ihr im Internet immer ganz viele Sachen, habt ihr hier so einen Clash of Clans Schriftzug. Der ist natürlich zu groß, dann wählt ihr hier das Skalieren-Werkzeug, die Klammern hier zusammen, damit das nicht allzu hässlich aussieht. Könnt ihr das so machen, dann könnt ihr das nach oben ziehen, Hauptsache ihr habt noch eine Ecke. So, dann könnt ihr das hier wieder reinziehen, könnt das Ganze nochmal nach oben ziehen, so, das ist das Rotieren. Dann so oft machen, bis es für euch die perfekte Größe hat. Ich bearbeite das zwischendurch auch nochmal, da ich es dann so anpasse, dass mit dem Bild auch perfekt passt. Sagen wir mal, wir haben einen Only-Hexen-Angriff, dann können wir hier so ein Hexenbild reinnehmen. Dann noch ein paar Skelette. Dann müssen wir das auch nochmal kleiner machen. Skelette machen wir mal so. Halt, die Hexe auswählen. Hexe machen wir mal so. Dann wählt ihr hier das Werkzeug. Dann könnt ihr die Hexe einfach so auswählen. Die Skelette hier sind immer noch etwas zu groß. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es genau halt hier wieder auswählen. So. Hat die Hexe hier ihre vier Skelette. Kann die hier auch noch so davor setzen. Habt ihr schon mal das hier. Dann müsst ihr im Internet, wenn ihr eine bestimmte Schriftart wollt, eine schöne. Ich bin hier auf die Schriften gegangen. Ich nehme hier für Clash of Clans natürlich die Supercells Schrift. Passend zu Clash of Clans und hier zum Hashtag 10. Da wir aber von Grau ausgewählt haben, sieht man das natürlich noch nicht. Müssen wir natürlich noch schwarz färben. Und da hat man hier die schöne 10. Die sollte man hier so anpassen. Und dann könnt ihr hier diesen Zauberstab nehmen. Dann drückt ihr die Großschreibtaste. Dann könnt ihr mehrere Sachen auswählen. Ich werde die Tastenkombination auch immer einblenden, damit ihr wisst, wie die funktionieren. Dann könnt ihr hier bei Farbverläufe den goldenen zum Beispiel auswählen, weil das ja auch leicht golden ist. Wählt ihr das hier, dann könnt ihr das hier so runterziehen. Dann haben wir hier so eine goldene Schrift. Erstmal Auswahl wieder nichts. Können wir den nächsten Text machen, zum Beispiel jetzt Only Hexen. So, dann könnt ihr das auch wieder schwarz machen, weil schwarz am leichtesten erkennbar ist. So schön anpassen, dass es perfekt passt. Dann nehmen wir wieder den Zauberstab. Diesmal klicken wir aber daneben. Und dann wieder dieselbe Tastenkombination. Wählen hier die Außenhöhlen aus. Da auch noch. Und dann drücken wir auf Auswahl, Invertieren. Und dann dasselbe nochmal Farbverlauf auswählen. Wieder von derselben Stelle, damit es gut passt. Und dann Auswahl, nichts. Und fertig ist unser Thumbnail. So. Wunderschön, perfekt, ja, für einen kleinen Kanal ist das schon mal ein sehr gutes Thumbnail. Ich mache das ja selber auch so und mir gefällt das so. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch hier ein Clash of Clans Bild nehmen, könnt ihr das ein bisschen größer ziehen, damit es besser passt. Dann könnt ihr hier die 10 nehmen, könnt ihr die 10 noch ein bisschen runterziehen. Na, habt ihr euer Clash of Clans Thumbnail, passt perfekt.
Und das werde ich auch direkt speichern, da ich in den Kommentaren einen Wunsch hatte. Bitte mach mal Only Hexen Angriff. Und dann ist es jetzt so ein kleiner Spoiler, in Folge 10 gibt es Only Hexen. Aber egal. So, exportieren natürlich PNG. Könnt auch JPEG machen, das ist kleiner. Aber es sollte eigentlich immer groß genug, es sollte immer klein genug sein. Für Dingens sind es ja immer 2 Megabyte, die ihr verwenden dürft. Und dann habt ihr hier eures Thumbnail. Sieht schön aus. Und jetzt das Ganze nochmal für Minecraft Datei neu. Wieder dieselbe Größe. Und da findet ihr auch ziemlich viele Packs im Internet. Wie ihr einfach so Bilder von Spielen. Ich habe hier zum Beispiel für Battlefield habe ich hier so von der Map Noschach-Kanäle 1. Oder von League of Legends gibt es hier auch so ein Bild. Von Clash of Clans gibt es sowas, aber das ist nicht so toll. Und von Minecraft gibt es auch noch Shader Packs. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal den hier, dann können wir das hier löschen. Das hier löschen. Das hier löschen. Und dann könnt ihr hier das Bild. Passt perfekt. Das ist also 1720p. Ne, ist es nicht. Ihr seht hier der Rand noch. Ihr könnt das hier so schön ausrichten oder mit dem Tool nochmal ein bisschen kleiner machen. Falls ihr mehr von dem Bild drauf haben wollt. So habt ihr das Ganze nochmal ein bisschen größer. Könnt ihr es so ausrichten, wie ihr es wollt. Und dann, wie ich es gerne mache, Filter, Weichzeichnen, Grauscher Weichzeichnen. Und dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel mal 10 nehmen. Dann wird das so leicht unscharf. Dann wie immer bei meinen, oder wie in letzter Zeit bei meinen, wieder Dekoration, altes Foto. So, dann haben wir hier wieder den schönen Rand. Dann könnt ihr jetzt, gibt es eine Seite, die heißt cooltext.com, glaube ich, unten nochmal verlinkt. Ich habe jetzt gerade leider kein Internet wegen meiner Internetsperre, weswegen ich euch die Seite nicht zeigen kann. Auf jeden Fall könnt ihr da auch selber noch coole Schriftarten mit einer Textur machen. Hier zum Beispiel das hier von Battlefield. Aber das passt halt hier jetzt gerade nicht. Das heißt, das hier kommt wieder weg. Müssen wir uns selbst mit GIMP eine Schrift machen. Dann können wir hier Schriftart zum Beispiel... Sagen wir jetzt mal Bed Wars. So. Ganze wieder in Schwarz, weil wir natürlich einen Farbverlauf drin haben wollen. So, damit man es auch schön erkennen kann im Thumbnail. Hier Bed Wars. Können wir das so machen. Wir brauchen jetzt natürlich nicht wieder die Clash of Clans Schrift. Wir können hier auch mal eine andere auswählen. Ne, das ist ein bisschen langweilig. Die passt nicht so wirklich zu Minecraft. Also müsst ihr euch immer welche Schriftarten raussuchen. Gibt es sehr viele im Internet. Ich benutze sehr gerne immer die hier für Minecraft. Weil ich die sehr schön finde. Allerdings kann man hier natürlich dann keine so schöne Textur mehr machen, weil das extrem schwer zum Auswählen ist. Aber dann machen wir etwas anderes. Textur hatte ich euch schon gezeigt, wie das geht. Und zwar gehen wir wieder hier drauf, haben hier dieses Bed Wars, duplizieren das Ganze. Jetzt gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, Grauscher Weichzeichnen, wieder 10. Dann, warte, nee, das machen wir nochmal rückgängig. Denn vorher können wir das Ganze noch, damit es besser aussieht, grau einfärben. Dann Grauscher Weichzeichnen wiederholen. Abbrechen, das wollte ich nicht. Und dann habt ihr hier einmal den Text und, hey, was habe ich jetzt gemacht? Ich verschiebe das dann nach hinten, aber zuerst könnt ihr das Exec hier auswählen und dann könnt ihr das, nein, in die Richtung, machen wir es mal so und dann habt ihr hier einen schönen Schatten. So, habt ihr einen Schatten, je nachdem wie das Bild aussieht, jetzt ist es natürlich, hier seht ihr es dann, so sieht es eher nicht, weil es dunkel ist, aber hier sieht man den Schatten durch. Das heißt, auf helleren Sachen sieht man den Schatten dann wirklich besser durch. Dann könnt ihr natürlich auch wieder etwas Passendes zu eurem Spiel raussuchen. Ich guck mal gerade. Ich habe hier noch was von meinem alten Skin. Könnt ihr hier zum Beispiel... Hier habe ich das hier noch. Könnt ihr das Ganze ein bisschen skalieren, weil das ist jetzt wieder zu groß. So.
Solche Sachen könnt ihr mit Cinema 4D machen. Wenn ihr dazu auch nochmal ein Tutorial wollt, sagt Bescheid. Das mache ich gerne, wenn ich euch damit helfen kann. So, den Skin können wir erstmal ausradieren, weil wir brauchen ja nur den hier. Und dann können wir den hier einfach mal hier so in die Ecke setzen. So, haben wir schon einen kleinen Skin. Dann natürlich noch den Folgentitel, sagen wir mal alle geschlachtet. So, das Ganze auch nochmal größer machen. Am besten ein bisschen rüber. Damit nichts ab. Ah, die Ausrufezeichen sehen jetzt blöd aus, weil die in der Schriftart nicht dabei sind. Aber egal, machen wir es jetzt einfach mal so. Und Grau war ja nicht gut zu lesen, das heißt, wir wählen nochmal das hier. Wie ihr seht, ist unten immer noch das G leicht angeschnitten. Hupsi. So, jetzt ist das G nicht mehr angeschnitten. Hey, G. Was soll das? So. Dann das Ganze nochmal in Schwarz. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen. Dann das Ganze nochmal mit Schatten, je nachdem, wie ihr es wollt. Komm hier, zum Beispiel Hashtag 8. Das Ganze auch nochmal groß machen, auch nochmal in Schwarz. Nimmt immer die Farbe, die hier ausgewählt ist als erstes. Das ist momentan das Problem. Und das gefällt mir in der Schriftart jetzt nicht wirklich so gut. Dann nehme ich einfach mal... Halt, wo war denn jetzt? Nee. Nee, das hat das auch nicht drin. Nehme ich auf die Clash of Clans Schriftart. Memes. Dazu kann ich euch gleich auch noch, kann ich euch auch nochmal ein Tutorial machen. Also dazu gibt es auch noch was Cooles. Hier, die 8 passt gut dazu. Jetzt kann man da, wenn man will, wenn einem die 8 noch nicht passend genug ist, kann ich natürlich auch alles ausblenden. Und dann kann man sich hier den Farbeimer nehmen, wo er jetzt auch immer ist, da ist er. Und sich dann eine Inhaltsfarbe aussuchen von der 8. Oder was ihr auch machen könnt, ist einfach hier das Werkzeug nehmen. Hier so ein bisschen, ach halt, da wieder dieselbe Kombination. So, dann so habt ihr das ganze Innenleben ausgewählt. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel... Ah, was sieht denn jetzt einigermaßen gut aus? Schöne Farbverläufe habe ich hier jetzt gar nicht. Nehmen wir einfach mal den hier. Könnt ihr einfach hier so reinmachen. Dann habt ihr hier so eine bunte 8. So, Auswahl. Nichts. Kannst wieder hinmachen. Ihr müsst das nicht wegmachen, aber ich mache das halt gerne, weil man das dann besser sieht. Ihr seht hier immer noch ein paar Löcher. War jetzt halt nicht so professionell und schnell gemacht. Aber ihr seht hier schon das nächste Thumbnail fertig. Auch wieder einigermaßen gut. Man kann jetzt natürlich auch noch ein Bett raussuchen von Minecraft, das daneben stellen. Ich habe jetzt aber leider keins da. Und ja, ich guck mal gerade, ob ich noch irgendwas Cooles finde, was man dazu nehmen kann. Habe ich aber gerade leider nichts mehr, so wie es aussieht. Nein, habe ich nicht. Also dann. Hoffe ich, euch hat diese kleine Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt genug dazu gelernt, um demnächst eure eigenen Thumbnails zu erstellen und nicht noch irgendwelche hässlichen Bilder zu nehmen. Es geht einfach, es geht schnell. Ihr seht jetzt, ich habe in 14 Minuten 2 Thumbnails gemacht und ich habe es dabei auch noch erklärt. Das heißt, wenn ich es für mich alleine mache, muss ich halt nichts mehr erklären und bin natürlich viel schneller fertig. Und dann mache ich jetzt das nächste Tutorial mit Cinema 4D. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Mit Cinema 4D zeige ich euch dann, wie man hier sowas macht. Und dann auf Wiedersehen. Ciao. Yeah.